Right, I'm going now. I'll do it. I'm going now. Right. I'll do it. I'll attack. Right. I'll do it. Attack. I'll attack. I'm going now. Right. I'll do it. I'm going now. Gegner ärgern finde ich generell immer toll. Und wir haben mittlerweile auch einen ganzen Haufen Ressourcen. Was ich echt nett finde, weil das mag ich einfach. Viele Ressourcen haben ist echt toll. So, du gehst mal wieder ein bisschen zurück. Oh, und die greifen unser Indianerdorf wieder an. Oder auch nicht, das sind bloß Siedler, egal. Die hauen wir trotzdem. Damit können wir die gegnerische Versorgung ein bisschen schwächen. Ach, die wollen hier Silber klauen. Nicht mit mir, mein Freund. Ach nee, Nahrung ist blöd, ne? Nehmen wir lieber die Schutzschilde, weil Gold und Holz haben wir momentan genug. Oh, die dezimieren uns hier aber ganz schön. Da müssen wir noch mal ein bisschen was an Verstärkung kommen lassen. Hey, die zerlegen unsere Siedler. Die Mistkerle. Da brauchen wir definitiv noch ein paar Leute. Ah verdammt, jetzt sind wieder die ganze Nahrung weg, wenn es Zeitalter aufzusteigen. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir können uns ja hier nicht einfach zerlegen lassen. Ein paar Goldhacker können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Aber du solltest da nicht unbedingt vorrücken. Die ärgern uns hier ganz schön. Ich hab mal eine Idee. Wie war's? Kein Kanonenturm verfügbar? Irgendwas in der Richtung? Carry Wentos. Yes, attack. Carry Wentos. Katarot. Carry Wentos. Katarot. Okay, Yekatentias. Okay. Okay. Ja, der kann mal ein paar zahme Wölfe, oder kosten die auch wieder Fleisch? Ja, die kosten auch wieder Fleisch. Hey, das gibt's doch nicht.
Wir haben es geschafft. Wir können endlich ins nächste Zeitalter. So ein Schiff werden wir hier gut gebrauchen können. Hier, Bams. Find's interessant, dass der unseren Leuten da nichts macht. Right. I'm going now. Right. Right. I'm going now. I'll attack. Right. I'll do it. So, den hat's gleich erwischt. Na, ich hab grad gedacht, ich krieg nochmal die Spezialattacke hin. Und die klauen uns hier unser Gold. So, jetzt können wir aber definitiv wieder Leute ausbilden. Und wir brauchen unbedingt ein paar Siedler. Einfach schon, um mehr Nahrung sich zu holen. So, ja, also die müssen unbedingt ein bisschen weg hier. Und da ist noch eine Heimatstadtlieferung. Wir lassen uns ein Vorkommen. So, die zwei Barbaren, die können wir sicher gut gebrauchen. Und diese zwei Siedler müssen unbedingt hier noch Nahrung sammeln. Ein Arsenal ist sicher mal ganz praktisch. Oh, hey, die greifen meine Siedler an. Das gibt's doch nicht, so eine Frechheit. Wir können hier echt nichts mit dem Holz anfangen für Türme und Mauern oder so. Ist ja bitter. Oh, wir brauchen definitiv noch ein paar Leute. Und eine Geschützgießerei werden wir unbedingt brauchen. Die werden wir jetzt mal bauen. Und du gehst auch noch mal mit Holz hacken. So, die Infanterie mal ein bisschen aufwerten. Wir müssen die Außenposten der Knochengarde vor dem Eintreffen meiner Kriegsschiffe ausschalten. Wir belagern die Außenposten der Knochengarde an diesem großen See mit Landeinheiten. Vergesst die Kanone nicht. Ja, wir sollten unbedingt uns Kanonen zulegen. Und um das da oben zu verteidigen, bauen wir da jetzt tatsächlich mal das Fort hin. Damit haben wir dann nämlich auch mal was, was schießt. Da oben stehen. So, hier, die brauchen Nahrung und Gold. Gold ist natürlich Mangelware. Aber dafür haben wir Holz in Unmengen. Und wir haben ja einen Marktplatz. So, Gold. Aufwerten hier den Gold, die Goldzunahme von der Mine. Ein paar Mann mal hier auf der Seite zu verteidigen. Ein Schiffchen haben wir ja
glücklicherweise bekommen. Warwicks Marine gewinnt an Stärke. Wir müssen diese Außenposten ausschalten. Haben wir irgendeine Zeitbegrenzung? Bevor Warwicks Marine den Ariesee erreicht hat. Aber hier ist nirgends eine Zeitangabe, ne? So, super Sache, der Außenposten, das Teilchen vorsteht. Das Teilchen. Wir können uns dann diverse Sachen noch kanonenmäßig und so holen, kommen lassen. Sobald wir ein paar Punkte erreicht haben. Super Sache, das vorschießt. So, dann wollen wir doch mal hoffen, dass wir bald soweit sind. Viel fehlt ja nicht mehr, dass wir uns nochmal was kommen lassen können. Einen von den Holzhackern kann man nochmal ein paar Häuser bauen lassen. Holz haben wir ja nun wirklich genug. Ja, dann wollen wir das doch mal irgendwann mal auf die Reihe bringen hier. Zwei Falkonette können wir super gebrauchen. Und da können wir auch noch eins bauen. Die sammeln wir dann mal hier. Und dann werden wir gegen die Außenposten vorrücken. Da ist noch eine Silbermine. Super Sache, die sollten wir uns auf jeden Fall verteidigen, dass wir die für uns haben können. Und wir können dann bald mal den Irokesen-Rachefeldzug bestellen. Das wäre schon cool. So, da haben wir die zwei Falkonette und das dritte ist auch gleich fertig. Vielleicht können wir sogar noch schnell eins mit dazu hauen. Ja, super. Hat genau gepasst. Und dann wollen wir uns zunächst mal um den da oben kümmern. Commandment. Yes. I wall. Yes. So, Feuer bereit und feuern. Schöne Sache. Gefällt mir. Verstärkung von Washington. Weiter zum zweiten Außenposten. Super. Den können wir da drüben fertig machen. Und die Verstärkung können wir wahrlich gut gebrauchen. Tja. Da, du kannst noch ein Häuschen oder zwei bauen. Ready. So, schöne Sache. Da fliegen die Trümmer. Und dann haben wir den auch bald. Schön. Viel Unterstützung haben die hier ja nicht. Und da sollt ihr auch nicht unbedingt vor.
Die Washington hat uns Transportschiffe geschickt. Mit ihnen können wir das weit entfernte Lager angreifen. Ja, das wollen wir doch mal tun. Hier ein paar Musketiere und ein paar Falkonette, dann können wir das tun. Wir haben mittlerweile schon einen ganzen Haufen Schiffe da stehen. Und mittlerweile haben wir auch einen guten Nahrungsvorrat. Da wir Holz im Überfluss haben und auch Nahrung ganz viel, bauen wir Armbrustschützen. Und davon eine ganze Menge. Dann lass mal gucken, ob wir da irgendwo durchkommen. Gehen wir den Einheiten ein bisschen hinterher, damit der nicht als erstes zerlegt wird. Sollte da was im Weg sein. Wunderbar, da unten können wir anlanden. So, der kann mal hier mitkommen. Und die können hier raus. Super, dann haben wir hier eine kleine Defensive an Schiffen stehen. Und vielleicht sollten wir noch ein paar Einheiten uns kommen lassen. Im nächsten See herausfordern, wenn alle meine Schlachtschiffe hier sind. Ein paar Armbrustschützen sind sicher nicht verkehrt. Und ihr macht euch mal langsam auf den Weg. Ich hoffe bloß, dass nicht zu viel Kavallerie kommt, sonst sind wir da, haben wir da echte Probleme. So, da oben haben wir noch eine Silbermine. Und ab zur Küste. Schöne Sache. Ja, und liebe Leute, ich mache mal eine kurze Pause, um nachzusehen, dass mir nicht die Platte vollläuft. Das wäre nämlich ziemlich unpraktisch mitten in der Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich wieder.